Hi zusammen, mein Name ist Sebastian Gospagnonigkeit, ich bin Tierarzt. Heute möchte ich euch die Tollwutimpfung erklären. Das ist zwar eigentlich selbsterklärend, weil das euer Haustierarzt machen sollte, aber trotzdem mache ich es für euch, weil ich beim Blick in viele Heimtierausweise oder Impfpässe wirklich das kalte Grauen kriege und heute mal Tacheles reden möchte. Viel Spaß! Die Tollwutimpfung stellt eine Sonderform dar, und zwar eine richtige Sonderform. Diese kleinen Impfdüse benutzt man dafür und seit ungefähr 1991, glaube ich, gilt die Tollwutverordnung. Diese Tollwutverordnung regelt die gesamten Abläufe der Impfung. Das Allerwichtigste für mich ist, dass der Impfhersteller gibt an, wie oft etwas nachgeimpft werden muss. Da kann der Tierarzt noch so gut nach bestem Gutdünken meinen, dass halbjährig besser wäre oder alle 4 Wochen. Das, was der Hersteller sagt, ist maßgeblich und rechtsbindend. Es gibt in der BRD eine Menge zugelassener Tollwutimpfstoffe für Hunde, für Katzen und für Frettchen. Die haben aber meistens recht verschiedene Impfintervalle. Ihr könnt euch auf dem Paul-Ehrlich-Institut, die haben eine Homepage, da sind die mal zusammengetragen worden, wie lange die jeweils halten. Das heißt, es wäre ganz klug, wenn ihr euch einfach mal hinsetzt und guckt, wie lange hält überhaupt der Impfstoff für mein Tier. Dafür müsst ihr einfach nur in euren Heimtierausweis gehen oder den Impfpass, das aufblättern und mal googeln. Guckt mal nach, denn es ist schon gut, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist manchmal echt besser. Vor jeder Impfung steht allerdings die Untersuchung, und zwar eine richtige Untersuchung. Das ist nicht das obligatorische Puls, Atemtemperatur, sondern ich persönlich zum Beispiel untersuche auch Zähne, Augen, Ohren, Fell, ob Parasiten drin sind. Bei jungen Tieren wird der Nabel untersucht, bei den männlichen Tieren, ob die Hoden schon abgestiegen sind. Das gehört alles mit dazu. Und erst wenn das Tier wirklich tiptop fit und in Ordnung ist, dann wird erst geimpft. Zugegeben, es wäre schon toll, einfach zu fragen, und, Herr Besitzer, ist das Tier gesund? Und er sagt, ja, wird geimpft, 2 Minuten, Spritze rein, Bombenstundenlohn, aber so darf es nicht ablaufen. Nur ein untersuchtes und als wirklich komplett gesund befundetes Tier darf geimpft werden. Denn ein krankes Tier, das verträgt es nicht und es würde tatsächlich zu Lasten des Tieres gehen. Deswegen immer untersuchen und gesund befunden. Es besteht aktuell keine Impfpflicht in Deutschland, aber trotzdem im Interesse eures Tieres und auch der Tiere, die in eurer Umgebung leben, sollte man tatsächlich impfen lassen. Im Verdachtsfalle gibt es kein Halb oder gar nicht, sondern das Tier wird direkt eingeschläfert und eingeschickt. Denn man kann diesen Nachweis nur durch einen Hirnschnitt machen und dafür muss das Tier vorher getötet werden. Deswegen mein Rat, lasst eure Tiere gegen Tollwut impfen, in dem Intervall, den der Hersteller angibt. Aufgrund der Impfprogramme gegen die Tollwut haben wir in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen Rückgang der Tollwut in ganz Europa erreicht. In Deutschland sind wir sogar wir sind tollwutfrei, haben noch ganz vereinzelte auftretende Fälle, die allerdings immer frühzeitig eingeschläfert werden, ohne dass es zum Ausbruch kommt. Aber nur deswegen konnte tatsächlich die Tollwut auf deutschem Grund verdrängt werden. Übrigens, ich als Tierarzt lasse mich gegen Tollwut impfen, und zwar regelmäßig, denn ich spaße nicht damit. Diese Tollwutkrankheit ist absolut tödlich, zu 100%. Und ihr könnt ja mal bei YouTube hier suchen, den Begriff Mensch und Tollwut. Das ist kein schöner Anblick. Man stirbt unter Qualen. Ich lasse mich impfen. Eure Tiere bitte auch. So, das war's heute zur Tollwut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. War informativ für euch. Das Credo der Schutzimpfung soll heißen, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und damit bin ich raus. Bis nächsten Sonntag. Abonnieren, kommentieren. Ihr wisst Bescheid, ich bin raus. Macht's gut.